Moin moin meine lieben Leute und willkommen zurück hier auf meinem Kanal zu einer weiteren Folge Elden Ring. So, wir haben unsere große Rune hier wieder aktiviert und jetzt können wir reisen. Jetzt ist die Frage, wo wir hinreisen. Also wir können natürlich in dieses Gebiet hier reisen oder in das hier. Hier reisen wir auf jeden Fall mal kurz hin, weil ich will doch mal hier, seht ihr das? Da kann ich meine Karte bekommen und da setzen wir jetzt einen Pfeil hin und dann reisen wir dahin. Müssen wir eigentlich nur von hier, von der Kirche von Maria, können wir direkt hinreisen. Das machen wir mal. Und dann werden wir das Gebiet einmal erforschen und dann das nächste. Und das, wir müssen mal gucken, welche Gebiete wir erforschen wollen heute. Entweder das rote ganz rechts, ich weiß gar nicht, wie es hieß, oder nach oben zum Sumpfgebiet. Müssen wir mal schauen. Ich bin dafür, dass wir erstmal das kleine Gebiet da mal aufdecken. Vielleicht ein, zwei coole Sachen finden. Mal schauen. So. Genau, und jetzt können wir doch da direkt mal unser Pferdchen rausholen. Und dahin reiten. Los geht's. Ein paar Wildschweine hier. Die können uns aber egal sein. Die tun uns ja nichts. Oh, da hinten ist es auch schon. Da ist auch irgendwas. Was ist das? Hey, warte mal. Fußspuren. Oh. Kommt der Bär zu uns? Oder interessieren wir ihn nicht? Doch, wir interessieren ihn. Jetzt nicht so doll rein. Jo, der kratzt sich ja gerade. Wir klären mal kurz die Karte hier. Wir können hier weitergehen. Das ist ein Bär, mal ruhig kratzen da. Wir folgen mal dieser halben Leiche hier. Den Bär nehmen wir mal noch nicht so wahr. Auge dahin. Warte mal, ich bin mal schnell rüber. Die Spur nicht verlieren hier. Die geht hier hoch. Kommen die noch hinter uns her? Das ist, glaube ich, egal, oder? Ja, wir hauen schon wieder ab. Mann, die sind noch da. Ah, egal, ich glaube, die verschwinden gleich. Er macht aber auch ein paar Umwege hier, kann das sein? Vorsicht vor hoch und dann Geste. Okay, er ist hier reingegangen. Dann gehen wir da auch mal rein. Ruine Nebelland. Da liegt irgend so ein fetter Bär, glaube ich. Mal dazu.
Er haut aber auch die ganzen... So. Der war schon groß. Bisschen Blut. Aber der hat uns hier weggelockt. Warum hat er uns hier weggelockt, ist die Frage. Aha. Hier kann man hier was einsammeln oder geht's auch nochmal runter? Mal gucken, was es da unten gibt. So, gucken, wo wir da hinkommen. Jetzt müssen wir in die Truhe. Axt-Talisman. Oh, das ist doch gut. Wir haben ja eine Axt. Und einen Axt-Talisman zu benutzen ist, glaube ich, dann gar nicht so schlecht. Los, gleich nehmen wir durch da, ihr kleinen Süßen. Gucken wir uns gleich mal an. Bleiben wir da hier stehen. Ausrüstung. Jetzt haben wir ja den und grüne Schildkröten. Wieso haben wir den grünen Schildkröten-Talisman? Na, egal. Ach so, genau, deswegen. So, jetzt können wir den Axt-Talisman. Was macht ein Axt-Talisman? Verbessert, das machen wir doch gleich mal. Perfekt. Einsammeln können. Und das Gute ist ja, wir haben auch die Karte. Jetzt haben wir eine neue Karte, jetzt haben wir die ganze Gebiet hier aufgedeckt. Ist eigentlich riesig, aber immerhin Ruine, Nebelwald und irgendein riesiger Baum. Den gucken wir uns jetzt mal an, den Baum. Oh, das ist eine Kugel. Bodenschlag, Kriegsasche, okay. Da ist noch eine Kugel. Ah, das ist nur so eine. Gesprungene Stachelträne. Grüne Kristallträne. Also haben wir viele von diesen Dingern. Okay, was sind das für Blumen hier? Befleckte goldene Sonne. Nehmen wir mal mit. Wer weiß, ob man die gebrauchen kann noch für irgendwas. Okay, hier sind einfach so viele von diesen Kugeln. Wer weiß, für was die gut sind, aber... Also, wir wissen das ja, aber... Wir haben ja eigentlich genug Leben. Also lassen wir das jetzt. Was ist das? Testen wir mal, was ist denn das? Okay. Das sieht spannend aus. Das geht ganz schön tief runter. Der sieht aus wie der Turm von, wo wir das ja hochgegangen sind, um die Rune zu vergrößern, zu aktivieren. Und das sieht aus, als ob es irgendwo runter geht, um meine Rune wieder zu deaktivieren. Nein, natürlich nicht. Bin mal gespannt. Okay, das ist mal krank. Das ist eine ganz unsägliche Stadt. Wie krass ist das denn? Wo sind wir denn hier gelandet? Ich meine, das schaut ja richtig geil aus. Aber...
Okay, hier gibt es ja schon mal Siofra. Wenn wir schon hier sind, dann rasten wir auch gleich. Rasten wir aus. Gucken wir, ob wir nicht aufsteigen können noch. Runen benötigt, wir brauchen ein paar Runen, aber wir haben so ein paar Runen und zwar. So, nicht viele, aber so kleine haben wir doch gesammelt hier, ne? Da, guck. Bevor ich die nämlich da drin verliere irgendwie, machen wir es halt lieber so. Aber es wird nicht mehr so viel hochgepowert hier bei den Sachen, wie man sieht. Da geht die Waffenhand noch ein bisschen höher. Okay, wir machen trotzdem mal das nochmal höher. Jetzt sind wir schon auf 99 hier drüben, nämlich. Gut. Preiset Licht. Na. Nur bin ich mal gespannt, was es hier unten gibt. Da sind ein paar Runen, glaube ich. Ein geschmolzener Pilz. Da liegt eine Leiche. Hier liegt auch eine Leiche. Goldene Rune, okay. Lass uns hier die auch einsammeln. Na, passiert hier irgendwas mit meinem Hand? Was sagt er? Bin ich Objekt voraus benötigt, okay. Krummfingermedizin, na. Taubenetzte Herbe. Wir müssen mal gucken, was man damit alles machen kann. Also mich würde das mal interessieren, was man mit den ganzen Sachen machen kann. Hier darf ich auf jeden Fall meine Tiere holen. Man sieht, warum auch immer. Goldene Rune. Und das kurz hier längs. Ach, guck mal da. Okay, hier sind einige an Gegnern. Passt mal auf. Okay. Na, nehmen wir die Wölfe einfach mit hier den ganzen Weg, mit hier hoch. Sehr langsam, für uns sehr gut. Okay, aber wenn die zuhauen, hauen sie richtig zu.
Hunde sind trotzdem fast tot. Nehme ich dabei. Schmiedestein 4. Das Blühwürmchen. Ja. Ist nix. Und hinter Wasserfall schauen. Auch kein Geheimgang, Entschuldigung. Hätte ja sein können, hätte ja sein können. Man kann ja auch reiten, sehe ich gerade. Aber ich will mal gucken, was hier oben ist. Die Leiche hier angemeldet. Können wir ruhen? Ja, da sammeln wir einiges an Ruhen ein. Hier geht es irgendwo wieder hoch, aber das ist ja nicht da, wo wir hergekommen sind. Das ist die Frage, wo es da hingeht. Runter versuchen. Okay. Aber, ja, ist die Frage. Sollen wir erstmal hier ein bisschen durchforsten nochmal, ja, ne? Wo wir hier reingehen? Okay. Komm weg hier, weg hier, weg hier. Regenbogenstein. Rangeholt, der Affe. Okay. Also es sind einfach bestialisch viele hier, sehe ich gerade. Aber man kann auch Runen fahren, kann man hier ohne Ende. Das macht keinen Sinn mit dem. Heimat.
Schmiedestein. Goldene Rune. Muss ich schnell sein, ne? Jetzt haben wir alles wiederbekommen, oder? Ja. Naja, alles. Alles und alles, ne? Hier runter macht keinen Sinn, da sind wir rumgelaufen gerade eben, ne? Von da sind wir gekommen. Das ist schon immer spannend hier die Gegend, ne? Muss man einfach mal sagen. Schmiedesteine. Also Schmiedestein 4, ne? Vorsicht, Hinterhalt. Da oben ist eine Kugel, sehe ich gerade. Goldtausendfüßler. Wie soll man denn da? Ach, man kann nur von da oben raufkommen. Okay, muss man gucken, ob wir irgendwo hochkommen hier noch. Muss ja irgendwo noch einen anderen Weg geben, denn, ne? Gehen wir hier hinten rum. Riesenes Horn. Oh. Also da geht's auch irgendwie längs, ne? Wie man sieht. Noch welche, okay. Was kann ich denn gegen diese Kugel machen? Okay, die kommen da ganz langsam. Schnell platt machen, bevor dir irgendwas passiert. Wurfdolche. Da hinten ist auch irgendwas noch. Laufen wir erst hin. Obwohl, da muss man ganz da hinten. Ah, da müssen wir gleich nochmal hinlaufen. Aber erstmal. Oh, können wir das Pferd rufen hier? Vielleicht Pferd. Vielleicht ist ein. Ah! Oh. Vielleicht ist ein Pferd leichter, dachte ich. Ah, toll. Ah, Höhle. Wo ist eine Höhle? Okay. Ich kann nicht so gut wenden mit dem Pferd, wie mache ich das so? Hier können wir noch da runterspringen, auf diesen Vorsprung da, oder was es da war, ne? Da drüben. So, einen Weg rumlaufen. So. Ich weiß es nicht, so. Mal gucken, wo ich da am besten runterkomme.
gelandet. Wie kommen wir da am besten rauf? Von da? Silberner Federfuß, Orakelblasen. Okay. Was fällt weiter hier? Jetzt haben wir eigentlich alles platt gemacht, was hier platt zu machen gibt, oder? Mehr gab es hier draußen nicht. Jetzt könnten wir nochmal das Ding da benutzen. Wir reiten nochmal hier längs kurz. Sind wir auch alles über. Wir haben ja alles geholt, ne? Ah. Zu spät. Egal. Ich gucke noch mal ein bisschen rum hier, also nicht, dass wir irgendwas übersehen haben, aber ich glaube eigentlich nicht. Sind hier einmal rumgelaufen, haben sozusagen alle Biester platt gemacht, die es hier so gibt. Von hier sind wir gekommen, ne? Ja, hier ist das Ding. Kann ich nochmal hier hochreiten, aber da wird nichts sein. Ah ja, doch. Ein paar Sachen zum Einsammeln vielleicht. Aber mehr ist hier nicht. Ne. Gut, dann reiten wir auf die andere Seite und benutzen jetzt dieses Portal, was da ist. Also Portal nicht, aber dieses. Naja, ihr wisst schon, was ich meine. Hoch, falsche Richtung. Den Fahrstuhl, so. Okay, lass mal probieren. Wo das Ding jetzt hinführt. Bringt es einfach wieder in die Oberfläche. Kann natürlich sein, dass es einfach nur so ein kleines Gimmick war, um. Ja. Genau. Ne? Gimmick und so. Obwohl, das geht nicht ganz so hoch. Wie man sieht. Ne, das ist bei Weitem nicht so hoch gegangen wie das andere. Das heißt, wir sind noch hier unten. Krabbe voraus, da Kampf zu Pferde versuchen. Ah, bedauern. Okay. Mal ganz kurz hier mit reiten. Bewahrene Boli. Okay, was sagt er denn? Wahrscheinlich. Also diese Sprüche, ich weiß nicht, was die bringen sollen immer. Also die sagen, es sind so rein nichts aussagen, oder? So. Bestienleber. Na, okay. Ich kann mir gut vorstellen, dass es hier einen Schalter gibt, um das Wasser ablaufen zu lassen oder so. Ich weiß es nicht, aber es sieht so aus. Wie so ein Staudamm. Da ist eine Riesenkrabbe. Ist die Frage, ob man die Krabben. Also Krabben habe ich gelernt in den anderen Spielen über Dark Souls 3, die muss man nicht besiegen. Ist irgendwie Quatsch. Aber wir können ja mal gucken, wie viel die aushält. Ich muss leider weg. So, wir springen mal ab vom Pferd. Ah, Mist.
mache mal den Bogen und versuche mal zu treffen. Oder? Krammeier. Die brauchen wir nicht, glaube ich. Aber die Sachen und die Materialien hier wollen wir einsammeln. Ein paar Krabbeneier. Kann man die gut verkaufen, Krabbeneier? Oder wofür sind die gut? Man weiß es nicht. Festung Nacht. Da ist wie so ein Ding, was uns eine Karte gibt, oder? Hier sind wir erstmal schon was, wo wir einmal Pause machen können. Machen wir kurz eine Pause. Wir haben auch ewig viele Dinge eingesammelt, warte mal. Okay, jetzt mal jetzt nicht so viele. Hat nicht ganz gereicht, um noch ein Level hochzukommen. Aber egal. Wir probieren es jetzt mal hier weiterzukommen. Zeit für diese Sterne. Flamme entzünden. Die Flamme entzündet, immerhin. Müssen wahrscheinlich mehrere Flammen entzünden, wenn da oben auch nochmal, oder was? Ne, hier nicht. Ein paar Rehe, die tun uns nichts, oder? Oh, das ist wieder so eine fette Krabbe. Naja. Also vielleicht muss man mehrere hier entzünden, muss man mal gucken. Hier sind nämlich Büffelgeister, was ist das? Okay. Ich werde mal sehen, wie stark die sind. Na, einmal reicht. Geben die nicht, aber wir können die alle schön platt machen. Okay, besonders stark sind die. Also die sind bestimmt stark, aber die jetzt nicht gefährlich für uns, ne? Blatt. Falkensturz Dreiecksschild. Ja, was steht da? Keine springen voraus. Nee, mach ich auch nicht. Bin ich dumm. So.
der Reißzahn. Da lag doch einer hier oben. Ach, der war hier oben, ne? Okay. Gucken, ob wir gleich nochmal irgendwie da hochkommen. Handbuch, Rüstungsschmied. Wieso nicht mehr? Okay. Kommen hier eigentlich ganz gut voran, ne? Fleisch. So. Also gut, dass er so schnell zuhaut, sonst wird er echt mal nicht so gut dastehen. So, jetzt haben wir noch eine Flamme entzündet. Also ich glaube, es muss hier mehrere von diesen Dingern entzünden. Jetzt haben wir schon zwei entzündet. Ich weiß nicht, wie viele es hier gibt, aber wir gehen jetzt alle Himmelsrichtungen durch einmal. Dann kommen wir weiter her. Zu. Boah, der haut zu, okay. Die tauchten auf einmal auf, ne? Ich hab den nicht mal, gesehen, aber auf einmal taucht der Spast auf. Ach, guck mal da. Okay, lass mal kurz weiter gucken. Ich glaube, ich reite mal nicht zu Pferd, dann komme ich nicht so schnell runter. Hinten krabbelt noch irgendwas Ekliges längs da. Ach, so ein Viech, okay.
Komm mit, die Runde. Kommen die, okay. Das Ding ist, muss man eigentlich umhauen, ne? Weil... Hat aber auch gedauert, aber naja, jetzt haben wir den auch mal. Der ist aber auch eklig, ne? Muss man auch zugeben. Alter, wird man großer werden, was? Da ist noch so ein Viech, habe ich gerade gesehen. Halt den durchbrechen, aber das schaffen wir jetzt nicht. Wir machen jetzt erstmal unser Pferd wieder. Und sammeln wir noch ein paar Sachen ein hier. Gucken, was hier ist. Eine große rote Blume. Aufpassen. Ah, oh, ich bin schon wieder so doll vergiftet schon. Mist. Natürlich blöd von mir gewesen.
Okay, die Blumen müssen wir auf jeden Fall platt machen. Kommen wir nicht drum rum. Das vergiftet sein ist natürlich sehr blöd, aber habe ich nicht irgendwas hier im Inventar, was gegen Vergiftung hilft? Warte mal. Verursacht Feuerschaden. Da wird's. Na, brauchen wir nicht. Verursacht Magieschaden. Okay, wir sollten vielleicht was trinken. Kurz warten. Okay. Machen wir gleich mit dem Pferd, aber. Macht, glaube ich, eher Sinn. Okay. Na komm, hör auf zu. Keine Ahnung, ich glaube, es gibt nichts Besonderes, aber... Miranda-Pulver. Naja, vielleicht können wir es für irgendwas gebrauchen. Andere versuchen aber Loch. Ach so. Irgendein bestimmtes gibt es da. Also bestimmte Ecke, wo man reinhauen soll, ne? So. Aber ich glaube, das war es erstmal für heute. Wir machen beim nächsten Mal weiter. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin. Tschüss.